einen schwer verletzten Sprinterfahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalles, der sich am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Esslingen in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 47 Jahre alte Sprinterfahrer, der vermutlich auf der linken Spur unterwegs war, nach rechts, fuhr über alle drei Fahrstreifen bis auf den Beschleunigungsstreifen und prallte anschließend gegen die Leitplanke. Dort schlitterte sein Fahrzeug schließlich entlang und stieß im weiteren Verlauf in das Heck eines Sattelzugs, dessen Fahrer gerade vom Beschleunigungsstreifen auf die Durchgangsfahrbahn wechseln wollte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Sprinter wieder zurück auf die Autobahn und kollidierte auf der mittleren Spur mit dem Renault eines 77-Jährigen, bevor er schließlich in die links verlaufende Leitplanken knallte. Wir sind auf der A8 Richtung Karlsruhe, Anschlussstelle Neuhausen, und wir sind alarmiert worden zum Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Person nicht eingeklemmt. Die Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und die Feuerwehr hat Betriebsmittel aufgenommen und die Autobahn gesperrt, bis die Autobahn mal straight war. Der 47 Jahre alte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren die Anschlussstellen in Esslingen in Fahrtrichtung Karlsruhe und die Autobahn voll gesperrt. Gegen 15.45 Uhr wurde die Sperrungen bis auf die rechte Spur der Durchgangsfahrbahn aufgehoben. Gegen 16 Uhr konnte auch die rechte Spur für den Verkehr freigegeben werden. Es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. Es gab zwei Gaffer-Unfälle auf der gegenüberliegenden Seite Richtung München und dabei wurde ebenfalls eine Person verletzt. Man sollte zügig an der Einsatzstelle vorbeifahren, den Verkehr immer im Auge behalten und immer eine Rettungsgasse bilden. Die Freiwilligen Feuerwehren Denkendorf und Ostfildern befanden sich mit insgesamt 23 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen, einem Notarzt und einem Einsatzleiter vor Ort.